Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie schnell und einfach die Inbetriebnahme des BEG-Präsenzmelders PD4MDA4G ist. Bevor ich Ihnen das zeige, möchte ich aber noch kurz auf das Produkt selbst eingehen. Mit dem PD4MDA4G, erhältlich für den Einbau in abgehängten Decken oder für die Aufputzmontage, lässt sich eine energieeffiziente und zugleich komfortable Lichtsteuerung realisieren. Der ideale Anwendungsfall ist das Klassenzimmer oder der Schulungsraum. Warum? Weil in diesem Konzept die separat steuerbare Tafelbeleuchtung integriert ist. Ziel dieser Lösung ist es, konzentriertes Lernen und Arbeiten durch homogene Lichtverhältnisse im Raum zu unterstützen und dabei gleichzeitig Energiekosten zu senken. Das gelingt zum einen durch die präsenzabhängige automatische Abschaltung der Leuchten. Zum anderen wird je nach Tageslichteinfall die künstliche Beleuchtung automatisch gedimmt, um am Ende einen bestimmten Helligkeitswert, zum Beispiel 500 Lux, am Arbeitstisch konstant zu halten. Hier verwendet das Produkt einen ganz speziellen Trick, der die Energieeinsparung im direkten Vergleich mit vergleichbaren Lösungen nochmals um ein weiteres Level erhöht. Dazu aber gleich mehr. Noch eins, bevor wir loslegen. Die Kommunikation zwischen Präsenzmelder und Leuchte findet auf Basis des Industriestandards DALI statt. Großer Vorteil, dem Kunden ist somit freigestellt, von welchem Hersteller er seine Leuchten mit DALI-Schnittstelle beziehen möchte. Bis zu 64 Leuchten können angeschlossen werden und ein integriertes Relais bietet noch mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Integration der Heizungs-, Lüftungs- und Klimasteuerung. Genug von der Theorie, los geht's! Die Demotafel hier zeigt eine klassische Anwendung. Ein Klassenzimmer mit drei Lichtbändern, einer Tafelbeleuchtung und mit bis zu drei Tastern lässt sich die automatische Lichtsteuerung in den jeweiligen Beleuchtungszonen auch temporär übersteuern. Oben rechts sehen Sie das Herzstück, den Master. Und oben links das Slave-Gerät, womit sich der Erfassungsbereich des Mastergeräts weiterhin noch vergrößern lässt. Nun, hier auf der linken Seite sieht man eine Fensterfront. Das heißt, von dieser Seite trifft natürliches Licht in den Raum. Es sind insgesamt 21 DALI-LED-Treiber montiert hinter dieser Wand und müssen nun für die Inbetriebnahme folgendermaßen gruppiert werden. Potenziell dunkle Bereiche, also Wandseite, werden der Gruppe 1 zugeordnet. Helle Bereiche, sprich die Fensterseite, erhalten Gruppe 3. Und das mittlere Lichtband ist für die Gruppe 2 vorgesehen. Die Tafelbeleuchtung erhält Gruppe 4. Und das war's auch schon. Jetzt geht's ans Eingemachte. Das ist ein IR-Adapter für Smartphones und Tablets. Diesen Adapter stecke ich nun einfach auf ein kompatibles Endgerät, in diesem Fall ist das ein iPad, in die Audiobuchse. Achte dabei, dass der Adapter richtig tief und fest sitzt und erhöhe die Lautstärke auf das Maximum. Nachdem ich nun die App runtergeladen habe, die kostenfrei im Store zur Verfügung steht, geht es mit der Inbetriebnahme dann auch gleich los. Im ersten Schritt ist es ratsam, alle angeschlossenen EVGs auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Öffnen Sie die App, wählen Sie die richtige Fernbedienung, wechseln Sie unten rechts auf Befehle, drücken Sie DALI öffnen, senden, und Broadcast Reset. Und schon sind alle EVGs zurückgesetzt. Im zweiten Schritt müssen die EVGs adressiert werden. Drücken Sie dazu nun einfach die Taste Neu. Am Präsenzmelder erkennen wir jetzt, dass die LEDs angefangen haben, schnell zu blinken. Diese Indikation teilt uns mit, dass der Präsenzmelder mit der Adressierung der DALI-Leuchten beschäftigt ist. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass eine Leuchte nach der anderen heruntergedimmt wird. Mir als Anwender
wird damit der Fortschritt der Adressierung visualisiert. Heißt also, je mehr Leuchten heruntergedimmt sind, desto kürzer die Restdauer der Adressierung. Apropos Dauer, das Auffinden einer DALI-Leuchte dauert im Schnitt ca. 2-3 Sekunden. Da das durchschnittliche Klassenzimmer zwischen 12 und 15 Leuchten besitzt, sind Sie mit diesem Prozessschritt unter einer Minute durch. An dieser Demotafel sind 21 Leuchten montiert und wie Sie sehen, dauert es auch nicht mehr allzu lange. Im Moment sind noch 5 DALI-Leuchten übrig. Es beginnt nun gleich eine neue Prozedur, die sogenannte Gruppenzuweisung. Den Übergang erkenne ich gleich daran, dass eine willkürlich gewählte DALI-Leuchte anfängt zu blinken. Nun müssen die anfangs beschriebene Gruppierung jeder einzelnen DALI-Leuchte zugewiesen werden. Wischen Sie mit Ihrem Finger so lange nach oben, bis alle Gruppennummern griffbereit sind. Und die muss ich jetzt der Gruppe zuweisen. Fertig. Wir beenden diesen Schritt mit einem Tastendruck auf DALI schließen. Jetzt ist es an der Zeit, die soeben durchgeführte Gruppierung zu prüfen. Drücken Sie DALI öffnen und nacheinander die zu prüfenden Gruppen. Sie sehen, mir ist hier ein kleiner Fehler unterlaufen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches und kann jedem mal passieren, auch Ihnen. Nicht weiter schlimm, denn im Handumdrehen ist dieser Fehler korrigiert. Ich drücke nun so oft hintereinander die Taste vor, bis die zu korrigierende Leuchte blinkt. In diesem Fall ist das die Leuchte ganz links unten. Jetzt bin ich zu weit. Jetzt kann ich mit zurück wieder auf diese Leuchte springen, die falsch zugeordnet worden ist. Das ist diese hier. Und jetzt drücke ich die korrekte Gruppennummer und fertig. Erneut prüfen. Das war's. Die Adressierung der Leuchten ist hiermit abgeschlossen. Im allerletzten Schritt lassen sich noch alle Geräteparameter wie bei BEG gewohnt einstellen. Ich möchte nun beispielsweise die Hauptbeleuchtung so konfigurieren, dass beim Betreten des Raumes zwingend der Taster betätigt werden muss. Zum anderen möchte ich zu Demonstrationszwecken die Regelverzögerung deaktivieren, welche in der Praxis für eine ausgewogene Lichtregelung notwendig ist. Zu guter Letzt möchte ich das integrierte Relais dafür benutzen, die DALI-Leuchten vom Netz zu trennen, wenn das Licht aus ist. Das spart nämlich zusätzliche Energiekosten. Los geht's! Zunächst schließen. So. Gerät öffnen. Hauptbeleuchtung auf Halbautomatik setzen. Regelverzögerung deaktivieren. Und die Betriebsart des integrierten Relais auf die Betriebsart Cutoff setzen. Gerät schließen. Das Ergebnis. Ich kann hier Bewegung auslösen, wie ich möchte, aber das Licht schaltet nicht ein. Ich muss also zwingend den Taster betätigen, um das Licht einzuschalten. Zweitens, die Regelverzögerung habe ich deaktiviert. Es müsste also jetzt umgehend, wenn ich den Lichtfühler mit dem Daumen abhalte, die
Steuerung anfangen zu arbeiten. So, man sieht schon, wie es nach oben dimmt. Und hier sieht man im Übrigen auch schön, dass die Seite hier, die an der Fensterseite ist, Gruppe 3, etwas schwächer geregelt wird. Und drittens, das integrierte Relais ist jetzt auf die Betriebsart Cutoff eingestellt. Heißt, sobald eine Zone, also hier ist noch die Tafelzone, aus ist, öffne das Relais und schalte das EVG aus. Ja, das war's. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald.